Ihr kennt Sticky Licky Sticks. Geil. Oh, ja, jetzt geht. Ihr kennt noch nicht Sticky Licky Sticks? Hör auf zum Lachen dahin. Hör einfach nur auf zum Lachen. Das war nur gut. Servus und herzlich willkommen bei MG Barbecue. Heute machen wir Sticky Licky Sticks. Was wir dazu brauchen, steht hier auf dem Tisch. Ein paar kleine Zutaten, so viel ist gar nicht, aber mega lecker. Wichtigste Zutat, was wir hier brauchen, also ist dahinter Smoker. Der brauchen wir. Haben wir aktuell auf 115 Grad. Er geht runter, weil wir auf 30 Minuten Smoken eingestellt haben. Hier haben wir zwei schöne Schweinebäuche. Nein, unsere haben wir nicht, weil die sind nur da. Hier ein bisschen Butter. Unser Magic Dust selber gemischt. Hier oben gibt es einen Link. Wie gesagt, irgendwann bringen wir Gewürze raus, dann könnt ihr das euch einverleiben. Und die Soße von McAllister und eine Schüssel. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Eigentlich ganz einfache Geschichte. Stellen wir erstmal Soße, Gewürz, Butter auf Seite und schneiden unseren Schweinebauch. Dazu braucht man ein scharfes Messer. Die Schwarte muss auf jeden Fall ab. Die könnt ihr nicht dran lassen. Und die müssen wir jetzt abschneiden. Ich fange jetzt da mal an, da mitten rein zum Pieken. Und die Schwarte da weg zum Schneiden. Guckt euch mal an, so muss es weg. Also komplett auf beiden Seiten. Und die Schwarte, also so haben wir es jetzt weggeschnitten. Klar, ihr könnt es noch perfekter machen, da ist ein bisschen Fett, also nicht so. Die schmeißen wir aber nicht weg, weil wir machen jetzt unser Gasgrill an, weil die essen wir nachher. Da ist schon ein Knorpel, den schneiden wir auf jeden Fall raus. Die Länge ist uns einfach zu lang, darum machen wir jetzt einfach in der Mitte den Schnitt. Stellen wir beide durch, die Hälfte. Und Sticky Licky Sticks wären ja keine Sticks, das wäre eher ein Finger, Fettfinger. Das haben wir ja nicht. Und jetzt schneiden wir einfach noch ein paar Scheiben runter, circa an der Dicke. Das machen wir jetzt wieder mit beiden, ja, mit allen. Und jetzt wird er gerubbt. Jetzt brauchen wir unseren Magic Dust Rub. Selber gemischt, wie gesagt, könnt ihr nachmischen. Ganz einfache Geschichte, müsst ihr nicht extra immer kaufen. Jetzt haben wir hier unser BN-Behälter. Jetzt packen wir die alle rein. Dann umdrehen. Dann packen wir sie jetzt auf den Smoker drauf. Jetzt machen wir hier mal auf. Guckt ganz schön sauber, Alufolie drin. Und jetzt legen wir sie einfach rein. Deckel zu und jetzt heißt es mindestens 2 bis 3 Stunden warten. Dann brauchen wir den GN-Behälter wieder. Den Magic Dust lassen wir da drin, weil der gibt nur richtig Geschmack nachher ab, aber den brauchen wir. Also schüttet das bitte nicht raus. Nach 2 Stunden sehen wir uns wieder und glaubt mir, das wird absolut ein mega leckeres Gericht. Also bis gleich. Also für uns zwei, für euch jetzt. Wir haben jetzt 2 Stunden rum. In der Zeit haben wir schon wieder ein neues Gericht gedreht. Deswegen liegen da hinten noch Kohlen. Und es ist Zeit, unsere Sticky Licky Sticks. Sticky Licky Sticks? Ja. Sticky Licky Sticks aus dem Smoker zu holen und in unseren GN-Behälter zu tun. Und da sind sie. Guck mal, wie sie jetzt schon aussehen. Und so sehen sie aus. Richtig schön, saftig, goldig glänzen sie jetzt hier. Aber die wollen wir natürlich noch richtig zart kriegen. Und jetzt nehmen wir die alle raus und packen die in unseren GN-Behälter und jetzt werden die wahrscheinlich mit ein bisschen Glück sogar reinpassen. Okay, was müssen wir jetzt machen? Wir brauchen natürlich jetzt noch mal ein bisschen Geschmack und ein bisschen Butter dran. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal 2 Flöckchen Butter verteilen. Die schmilzt dann auch relativ schnell und wir werden jetzt noch ein bisschen Barbecue-Sauce drauf machen. Heute haben wir die von McAllister. Lieber Christian, Bohemian Ribs, so die passt ja fast, sind jetzt keine Ribs, aber Schweinebauch im Endeffekt fast gleich. Also, da kommt jetzt nochmal eine gute Portion mit rein. Ich hoffe, die schmeckt auch gut. Das werden wir dann sehen. So, und so soll das Ganze jetzt aussehen. Jetzt werden wir das Ganze noch abdecken. Dann nimmst du einfach ein bisschen Alufolie, deckst deinen Behälter ab. Wir gucken halt immer, dass es im Prinzip nicht mit dem Fleisch in Berührung kommt. Der da,
darf jetzt wieder auf unseren Smoker wandern. Bei 120, 130 Grad lassen wir es jetzt auf jeden Fall mindestens eine Stunde, eher anderthalb Stunden nochmal drauf. Dann wird es richtig zart und dann sehen wir uns gleich wieder. Stunde später war das jetzt alles nochmal schön eingepackt drin. Jetzt würde ich sagen, kommt der Gordon vor, dann machen wir es auf und wir zeigen euch oder ich, wie das weitergeht. So, jetzt machen wir hier mal auf. Sieht absolut unspektakulär aus. Jetzt kommt die Alufolie weg. Ich bin mal gespannt, ob ich das da hinkriege. Aber wer heiß anlangen kann, kann auch heiß lieben. Wie hast du das hintackert? Boah, das hast du aber dicht gemacht. Oh, Vorsicht, heißer Dampf. Und jetzt schaut euch das an. Boah, das ist aber schon zart. Mega geil. Geil. Und jetzt nehmen wir die und legen die alle genauso wieder hin. Also halt wieder auf nicht genauso. Halt wieder. Oh, das ist, da ist Liebe da unten drin. Das ist Geschmack da unten. Das ist richtig Geschmack. Das Icke Hilfgold wäre neidisch. Jetzt geht's aber weiter. Nämlich mit unserer Barbecue-Soße. Oder das ist ja nicht unsere. Aber jetzt wird das alles schön geglazed. Überall ein Klecks drauf. Hätte ich es auch noch weiter hinter machen können, dann wäre es noch einfacher. Mein Gott, manchmal frage ich mich echt. Vorher überlegen wäre halt ganz gut. Und jetzt wird eingepinselt. Dass sie schön glänzen. Und jetzt machen wir den Deckel wieder zu, aber jetzt drehen wir die Temperatur auf 160, 170 Grad hoch und lassen das Ganze für eine halbe Stunde drin. Jetzt darf es richtig Hitze geben und dann sehen wir uns schon wieder, weil dann sind wir an der Zielgeraden. 30 Minuten später haben wir euch gesagt, geht's los. Jetzt machen wir ihn erstmal aus. Drücken wir drauf, dass er schön raus ausbrennen kann. Jetzt geht er auf clean. Mega geiles Gerät. Machen wir es hier auf und jetzt guckt euch die mal an. Und jetzt nehmen wir sie einfach runter. Drauf. So, und? Bist schon satt? Okay, guck mal, darf ich jetzt auch mal kosten? Ich meine, das machst du wieder mein Ei. Das war Ditsch. Das fällt langsam auf. Ich stellte mir extra so hin und warte, bis das so ein Thema rausholt. Okay, komm mal jetzt. Mhm. Also ich bin jetzt echt gespannt, weil der Bengel hat ja hier schon reingehauen. Ich hab das knallt. Guten. Also. Oh, es ist hart. Guck mal an, wo heiß ist. So. Gut heiß, gell? Also das ist der Name. Sticky Licky Sticks. Mir fehlen die Worte. Also wir haben gesagt, okay, wir machen das irgendwie so in die Richtung, aber dass es so geil wird, da hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Sticky Licky Sticks. Bam. Mehr gibt es da nicht zum Sagen. Musst du nachmachen, absolute Pflicht. Kannst du auf dem Gasgrill machen. Indirekt funktioniert alles wunderbar. Einfach einhalten, so wie wir es gemacht haben und dann läuft es. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und du schaltest am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag nochmal ein. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG Barbecue. Vielen Dank für deinen Support. Danke.